Ja, vielen Dank für die nette Anmoderation. In welchem Zustand ist das Land? Eine Erzählung von öffentlichen Netzen und Räumen heißt unser Thema. Robert Habeck hat uns ja schon den klaren Arbeitsauftrag mitgegeben. Wir sollen jetzt das Geld auftreiben für die Investitionen in Infrastrukturen. Ich würde die Debatte aber vielleicht auch noch ein Stückchen weiter gerne anlegen. Vielleicht einmal noch kurz zu den Begriffen, von denen Herr Habeck sagte, mit öffentlichem Raum, das interessiert doch keine Sau, zumindest im Internet. Es fängt ja schon bei den Begriffen an, was verstehen wir eigentlich unter öffentlichen Netzen, unter öffentlichen Räumen? Bei den Netzen ist es vielleicht noch etwas naheliegender, von den Bahnstrecken, Stromtrassen, Breitbandnetzen, in die investiert werden soll. Davon ist ja viel in der politischen Debatte die Rede. Aber der öffentliche Raum, das kann vieles sein. Nicht nur die viel zitierten Plätze und Parks, in denen wir uns aufhalten, sondern es gibt ganz viele andere Orte der Begegnung. Schule ist schon oft gefallen als Stichwort. Der U-Bahnhof, Gesundheitsräume, Theater, Schwimmbad, Fußballstadion, Stadtteilzentrum, Bibliothek. Es gibt da irgendwie ein ganz breites Spektrum. Ich möchte gerne mit dem Podium ins Gespräch kommen über den Zustand der öffentlichen Infrastruktur, aber auch die Frage aufwerfen, welchen Beitrag öffentliche Räume zur sozialen Teilhabe und zur Gerechtigkeit leisten können, welche Blockaden es gibt, dass zu wenig investiert wird, aber auch über die Frage der Qualität der Infrastrukturen. Auf dem Podium stelle ich jetzt in der Reihenfolge von außen gerne vor. Marcel Fratscher, dürfte vielen natürlich bekannt sein, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung seit 2013, Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Uni. Davor war er schon für die Weltbank tätig, die EZB. Ich zähle jetzt nicht alle Stationen auf, das würde zu lange dauern. Für diese Debatte vielleicht spannend, er war auch Vorsitzender der Expertenkommission des Wirtschaftsministeriums zur Stärkung von Investitionen in Deutschland. Sicher viele Vorschläge gemacht, noch nicht alle umgesetzt, würde ich mal die These wagen. Neben ihm Anton Hofreiter, promovierter Biologe, seit 2013 Fraktionsvorsitzender von Bündnis Die Grünen. Als er 2005 in den Bundestag einzog, widmete er sich gleich mit großer Leidenschaft der Verkehrspolitik. Gelegentlich kommt das auch heute noch durch. Er war Vorsitzender des Verkehrsausschusses und wenn wir über öffentliche Räume reden, dann natürlich auch über diese Infrastruktur. Ramona Popp ist seit Ende 2016 Bürgermeisterin der Stadt Berlin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Ist seit 2001 im Berliner Abgeordnetenhaus, war lange Fraktionschefin, dürfte den meisten ja hier auch bekannt sein. Im Programm steht noch Elisabeth Nia, Kollegin, Chefreporterin der Wirtschaftswoche, die musste leider kurzfristig absagen. Umso mehr freut es mich, dass ganz spontan Marc Schieritz zugesagt hat. Er ist wirtschaftspolitischer Korrespondent der Zeit, war früher lange für die Financial Times Deutschland auch tätig. Das verbindet uns, da habe ich auch mal meine journalistische Laufbahn vor dem Tagesspiegel begonnen. Er hat vor einer Weile mal die Utopie einer Deutschlandkarte entwickelt, die kostenlose Nutzung der öffentlichen Infrastruktur ermöglicht. Um das vielleicht schon mal anzuteasern, nach dem Vorbild der Bahncard 100, eine Idee, über die wir sicher auch noch reden können. Genau, zu mir hatte Ulle Meinefeld ja schon gesagt, ich bin seit 2002 beim Tagesspiegel, beschäftige ich mich viel mit den Fragen rund um den Sozialstaat und die Grünen. Ich würde ganz gerne einmal kurz mit der Bestandsaufnahme anfangen, Herr Fratscher. Wenn man sich irgendwie die öffentlichen Infrastrukturen in Deutschland anschaut, in welchem Zustand ist das Land? Leben wir tatsächlich in einer Republik auf Verschleiß, wie es ja auch im Programm angekündigt ist? Ja, nein, gewisserweise, wenn man, ja, die Frage ist immer, was ist die Vergleichsgröße? Und viele sagen mir immer, ja, schaut euch mal eure Verkehrsinfrastruktur an, Bahninfrastruktur und vergleicht das mit dem mittleren Westen in den USA oder mit Italien oder mit anderen Ländern, da sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Und das stimmt in gewisser Weise, nur die Frage ist, was ist der Anspruch, was ist auch notwendig, damit die Wirtschaft funktionieren kann, damit gute Jobs entstehen können, damit Unternehmen wettbewerbsfähig sein können, damit Menschen auch den Anschluss haben. Und wenn man das als Benchmark nimmt oder als Anspruch nimmt, dann sieht die Entwicklung in den letzten 20 Jahren eigentlich sehr schlecht aus. Wir haben, sprich,
seit fast 16, 17 Jahren negative Nettoinvestitionen in Deutschland. Wenn man das mal als Maßstab nimmt für den öffentlichen Bereich, heißt im Prinzip der Wertverfall von öffentlicher Infrastruktur, also Straßen, Brücken, aber auch öffentliche Einrichtungen, ist größer als das, was der Staat jedes Jahr an neuen Investitionen tätigt. Hier gibt es große Unterschiede. Das ist eigentlich für mich der zweite wichtige Punkt. Wir haben ein zunehmendes Süd-Nord-Gefälle. Wir haben in der vorherigen Panel, war ich ganz überrascht, dass es so ein Ost-West-Thema wurde. Und eigentlich ist es in vielerlei Hinsicht nicht ein Ost-West-Thema, wenn man sich jetzt die öffentliche Infrastruktur anschaut. Das ist viel komplexer, das ist Stadt-Land. Das ist auch innerhalb ländlicher und städtischer Regionen nochmal große Unterschiede. Und wir haben ein zunehmendes Süd-Nord-Gefälle. Das heißt konkret, in Süddeutschland haben Sie Kommunen, die zum Teil 600, 700 Euro pro Kopf pro Jahr investieren in öffentliche Infrastruktur. Sie haben das im Norden, wo vielleicht bei 100, 200 liegt. Im Norden wird sehr breit gefasst. Das hängt, ist auch in manchen ostdeutschen Regionen, aber zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen haben wir große Probleme. Und vielleicht der dritte Punkt, den ich nochmal betonen muss, und der für mich eigentlich entscheidend ist, wenn man über öffentliche Infrastruktur redet, ist, dass wir in Deutschland eine föderale Struktur haben. Ich glaube, das ist eine große Erfolgsgeschichte, das ist eine große Stärke, die wir in Deutschland haben. Über die Hälfte aller öffentlichen Investitionen werden von den Kommunen getätigt. Und wir haben gerade bei den Kommunen riesige Unterschiede. Wir haben ungefähr 30% der Kommunen in Deutschland, die überschuldet sind. Die also gar nicht die Möglichkeit haben zu sagen, wir wollen hier Schwerpunkte setzen, wir wollen mehr investieren, wir wollen uns attraktiver machen als Standort, um Unternehmen anzuziehen, um auch die Lebensqualität für Menschen zu verbessern. Und diese zunehmende Polarisierung auch zwischen Kommunen, und nochmals, das ist jetzt vielleicht auch zum Teil Stadt-Land, aber das ist nochmal komplexer als jetzt nur zwischen Städten. Wir haben auch viele Städte, die überschuldet sind. Nehmen Sie mal in Nordrhein-Westfalen, Städte wie Bochum oder wie Krefeld oder über Duisburg oder Essen. Also es hat viele Dimensionen. Ich tue mich so ein bisschen schwer mit dieser Ost-West. Ich glaube, da sollte man von weg. Das ist ein viel komplexeres Thema. Und letztlich ist meine Sorge, dass wir uns bei öffentlicher Infrastruktur auch nicht fragen, was ist denn eigentlich notwendig, A, um gleichwertige Lebensbedingungen in Deutschland zu garantieren, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, und B, auf das, was wirklich benötigt wird, aus einer wirtschaftlichen Perspektive, um gute Jobs, um Wohlstand langfristig zu sichern. Eine kurze Nachfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Über welche Größenordnung reden wir denn eigentlich, wenn wir uns ganz Deutschland angucken? Wie groß ist die Investitionslücke? 70, 80, 90, 100 Milliarden, so roundabout mindestens? Sie wollen eine kurze Antwort, das ist jetzt schwierig. Wir haben eine Nettoersparnis in Deutschland von 230 Milliarden Euro. Das ist, was wir als Volkswirtschaft, als gesamtes Land sparen. Was wir berechnet haben, sozusagen, in Deutschland haben wir eigentlich eine Investitionslücke von 100, 120 Milliarden. Das ist öffentlich wie privat pro Jahr. Der größte Teil davon ist privat. In der öffentlichen Bereich ist vielleicht das beste Maß das KfW-Kommunalpanel. Die sagen, es fehlt im Augenblick bei den Kommunen an 140 Milliarden Euro in Investitionen. Das ist nicht jährlich, sondern das ist eine aufkumuliert, was die Kommunen sagen, das wollten wir eigentlich, müssten wir eigentlich unbedingt investieren, damit wir einigermaßen gut dastehen. 140 Milliarden Euro, das sind ungefähr 4%, 4,5% einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Also jetzt nicht jedes Jahr, sondern das, was kumuliert ist. Und das, wie gesagt, sind nur die Kommunen. Wenn Sie nochmal anschauen, was alleine im Verkehrsinfrastruktur fehlt, rechnen wir nochmal knapp 7 bis 10 Milliarden Euro pro Jahr, die alleine bei der Verkehrsinfrastruktur Gesamtdeutschland fehlen. Und dann können Sie durchgehen, ob Sie digitale Infrastruktur als öffentlich oder privat sehen. Flächendeckendes Glasfasernetz kostet 60 bis 100 Milliarden Euro. Wie gesagt, auch viel privat dabei. Aber einfach mal so ein paar Zahlen in den Raum zu tun. Das sind große Größenordnungen, aber durchaus stemmbar in einer Volkswirtschaft, die riesig hohe Ersparnisse hat. Marc Schieritz, an dich geht die nächste Frage. In den 70er Jahren, wenn man sich die Entwicklung anguckt, hat die öffentliche Hand noch 5% des Bruttoinlandsprodukts für Investitionen ausgegeben. Dieser Anteil ist stark geschrumpft auf etwa 1,5% im Jahr 2007 und seitdem hat sich nicht so richtig viel geändert. Warum ist das eigentlich so?
fehlt es irgendwo an Geld? Wenn ich Herrn Fratscher zugehört habe, kann das ja eigentlich die Erklärung sein. Oder wurden die falschen Prioritäten gesetzt? Ist es für die Politik vielleicht bisher nicht so attraktiv gewesen oder für Politiker nicht so attraktiv gewesen, zu investieren in Infrastruktur? Also ich glaube, am Geld fehlt es definitiv nicht, weil das war ja, glaube ich, der Punkt auch, das Geld ist ja da, also die Ersparnisse sind da. Wir haben im Moment eine Situation, wo sozusagen die Anleiherenditen negativ sind. Das heißt, die Leute bezahlen dem Staat Geld, dass er ihr Geld aufhebt. Also sozusagen, man kann sich verschulden und muss nicht wenig Zinsen bezahlen, muss negative Zinsen bezahlen. So, also es sind Unmassen von Geld da, das irgendwie nicht weiß, wo es hin soll. Und dass man es jetzt einfach nehmen könnte und sagen, dann baue ich halt damit irgendeine Schule oder sonst was hin. Und die Frage ist, warum geschieht das nicht? Und ich glaube, da gibt es eine Reihe von Gründen, aber der wichtigste ist, dass wir halt in den letzten 20 Jahren in so ein Mindset irgendwie reingekommen sind. Das Land, die Bevölkerung schrumpft, es gibt zu wenig Geld, Deutschland blutet aus. So, dann ist überall gekürzt, abgebaut worden. Berlin ist ja auch ein gutes Beispiel dafür. Und ich kann halt nicht von heute auf morgen ein Stadtviertel aus dem Boden stampfen oder wie auch immer, wenn der Grund nicht erschlossen ist, wenn die Planer nicht da sind und so weiter. Und wenn auch die politischen Prioritäten nicht so gesetzt sind. Deswegen glaube ich, dass sozusagen aus dem, dass man diese 10 oder 20 Jahre lang Unterinvestitionen, die wird man nicht von heute auf morgen beseitigen können, sondern davor dann wahrscheinlich 10 bis 20 Jahre Reinvestition. Und das ist natürlich kompliziert, weil das macht auch nicht nur Spaß, wenn investiert wird, weil wenn vor meinem Haus die Straße umgebaut wird, ist erstmal nicht so lustig, wo ich die dann später besser da habe. Aber ich glaube sozusagen, das bräuchte so einen veränderten Mindset, um das anzupacken. Frau Popp, das Stichwort Berlin ist schon angesprochen worden. Ich würde gerne nochmal die Zahlen aufgreifen, die Herr Fratscher schon angesprochen hat, die großen Unterschiede zwischen den Kommunen. Ich habe mir dazu nochmal einen DEWI-Wochenbericht rausgesucht. Die Zahlen stammen zwar aus 2015, also vor Ihrem Amtsantritt, aber ich weiß nicht, ob sich seitdem so grundlegend was verändert hat. Da wurden in Bayern, Baden-Württemberg im Schnitt mehr als 400 Euro pro Einwohner und Jahr investiert in den Kommunen. Wenn man sozusagen die Landesgelder dazu rechnet, ist es Investitionen sind es noch mehr. In Berlin waren es unter 200 Euro. Ist in Berlin finanziell tatsächlich einfach nicht mehr drin? Und ist das nicht gerade in der Stadt, wo es eben so große soziale Unterschiede gibt und gerade wenn wir über Teilhabe und Teilhabechancen reden, ein Riesenproblem? Ja, im Jahr 2015 war ich noch in der Opposition und es war ein bisschen verwunderlich tatsächlich, dass eine Grüne, ist ja nicht gerade ein grünes Thema, Infrastruktur. Ne? Es gab ja Zeiten, da war Infrastruktur eher so Beton und Bell bei den Grünen und das war nicht das Hauptthema. Aber im Jahr 2015, als wir noch in der Opposition waren, haben wir sehr, sehr klar und habe ich immer sehr klar gesagt, wir brauchen Investitionen in die Infrastruktur dieser Stadt, weil diese Stadt wächst. Diese Stadt hat eben eine sehr, sehr lange Konsolidierungsphase hinter sich. Wir müssen diesen Schalter endlich umgelegt bekommen. Und das haben wir auch getan, dazu komme ich gleich. Man darf aber nicht vergessen, woher Berlin wirtschaftlich kommt. Berlin hat in den Nullerjahren nicht nur kein Wirtschaftswachstum gehabt, wir waren teilweise im negativen Wachstum. Diese Stadt ist tatsächlich erstmal geschrumpft. Wir hatten eine Arbeitslosigkeit von knapp 20%. Ich doziere es schnell, damit Sie wissen, wo wir herkommen. Wir waren ein Haushaltsnotlageland und es wurde gespart, bis es quietschte, wie ein regierender Bürgermeister, ein ehemaliger, gesagt hat. Das hat natürlich auch die Kultur verändert. Unsere Verwaltungen haben gelernt, dass sie einfach kein Geld ausgeben dürfen. Und jeder, der eingespart worden ist, jede Stelle, war einer weniger, der Geld ausgeben konnte in Investitionen. Wir haben sozusagen Wohnungsbaugesellschaften, die nicht mehr bauen konnten. Wir haben öffentliche Nahverkehrsbetriebe, die keine Straßenbahnschienen mehr gekauft haben und keine Straßenbahnen mehr gekauft haben. Und genau das, was Sie gerade beschrieben haben, wenn man das 10, 15 Jahre lang macht, das setzt sich in den Köpfen fest. Und jetzt natürlich, wo Berlin wirtschaftlich wächst, wo wir Jahresüberschüsse haben und das verändert haben, aber eben erst seit dieser Zeit, seit 2016 ungefähr, dass wir die Investitionslinie des Landes von 1,5 Milliarden auf 2,5 Milliarden jetzt konstant hochgeschoben haben, dass wir ein Sondervermögen für Investitionen haben in Höhe von knapp 3 Milliarden Euro, woraus wir den Schulbau finanzieren in den nächsten Jahren. Aber das braucht diese Zeit und diese Geduld, diese Kultur auch in den Köpfen zu verändern, dass jetzt wieder investiert wird. Und das ist wahnsinnig schwer, das merken wir in unserem tagtäglichen Geschäft, dass immer noch ein Grund gefunden wird, warum man jetzt genau das doch vielleicht doch nicht machen sollte. Und vielleicht schrumpft die Stadt doch demnächst wieder. Und vielleicht sollte man doch nicht so viel bauen. Und das ist ja schon irgendwann nicht mehr gut gegangen. So, aber wir haben finanziell, weil wir in den guten Zeiten leben, tatsächlich bei den Investitionen draufgesattelt, einfach nur ein paar Größenordnungen zu nennen. Die BVG wird in neue U-Bahnen über 3 Milliarden Euro investieren bis in den nächsten 10 Jahren. Die Wasserbetriebe, man denkt immer, das ist irgendwie, ne, so Wasser fließt und kommt aus der Leitung. Das ist natürlich kritische Infrastruktur. Es ist überlebensnotwendig. Die investieren über 3 Milliarden Euro in
Erweiterung von Klärwerken, in Kanalnetzsanierungen und. Also das ist alles ein Rieseninvestitionsprogramm, was hier läuft, was aber natürlich eine Zeit brauchen wird, bis es greift. Und in dieser Zeit meckern die Leute, auch zu Recht, weil die U-Bahnen alt sind. Unsere U-Bahnen sind 30 bis 40 Jahre alt, in Hamburg 13 bis 14 Jahre alt. Und das ist der Unterschied, zu sagen, das ist das, was wir auch an Altlasten mit uns mitschleppen hier in Berlin. Aber ich gehe davon aus, dass sich das verändern wird in den nächsten Jahren. Man muss aber auch hartnäckig dranbleiben. Damit mache ich dann auch Schluss. Weil ich merke jetzt schon politisch so ein langsames Zucken. Naja, das geht alles ja nicht schnell genug. Und die Leute merken nichts davon, dass das Geld in den Schulen, in den Kitas, in der U-Bahn, dass es ankommt und dass es besser wird in der Stadt. Man könnte es doch vielleicht doch schnell dafür hernehmen, irgendwie eine Zulage zu erfinden, damit es sofort in der Tasche landet. Wir wählen ja auch demnächst. Und dann merken die es ja ganz schnell im Geldbeutel, dass das Geld da ist, dass die Kita-Gebühren verschwinden, dass das Schulgeld fürs Essen nicht mehr bezahlt werden muss. Das geht ja alles viel, viel schneller. Das ist natürlich eine Ausgabe, die sich strukturell festsetzt und das Geld fällt bei den Investitionen für die entsprechende Schule. Was nützt mir ein kostenloses Mittagessen in Schulen, was aber schlecht verkocht ist und irgendwie keinen vernünftigen Nährwert hat? Das ist sozusagen die Entscheidung, vor der man steht. Wir haben es gerade gesehen, Transferleistung oder Infrastrukturinvestitionen. Und da muss man jetzt auch ein Stück weit die Geduld haben, diesen Kurs auch zu halten. Das Thema würde ich gerne gleich vertiefen. Ich würde aber gerne vorweg noch mal einmal den Investitionsbegriff kurz hinterfragen. Das Stichwort Beton, mit dem die Grünen auch nicht immer ihre Freude hatten, ist ja schon gefallen. Aber Herr Hofreiter, ist nicht ein solcher Investitionsbegriff, der sich auf Stahl und Beton konzentriert, ohnehin stark verkürzt? Ist es nicht auch eine Investition, wenn der Staat mehr Lehrerinnen, Erzieher oder Sozialarbeiter anstellt? Ja, das wäre sicher der Fall. Aber ich würde ganz gern trotzdem noch mal ganz kurz auf die Frage an Herrn Schieritz eingehen, weil ich das eigentlich die spannendste Frage fand. Warum ist es eigentlich so weit gekommen? Und ich teile das, was Sie gesagt haben, Herr Schieritz, aber ich glaube nicht, dass das die tiefere Ursache ist, sondern auch ein Symptom. Ich glaube, die Ursache, warum wir als Gesellschaft in solche Schwierigkeiten gekommen sind, was unsere Infrastruktur, unsere Investitionen angeht, liegt schlichtweg daran, weil uns als Gesellschaft die Hoffnung und das Leitbild, wo wir eigentlich hinwollen, abhanden gekommen ist. Und eine Gesellschaft, die eigentlich nicht weiß, wie die Zukunft ausschaut, die eigentlich keine Idee für die Zukunft hat und auch keine so irre große Hoffnung, die spart natürlich auch eher aus Angst und aus Sorge, als wie ausreichend zu investieren. Und ich glaube, das ist das, was wir ändern müssen. Ich kann mich erinnern, als ich jung war und mit der Politik angefangen hat, hatte die SPD noch das alte Modell von Wirtschaftswachstum und Fortschritt. Das ist an seinen eigenen Widersprüchen kaputt gegangen und hat sich selbst aufgefressen. Aber es ist, und wir haben das mit zerstört und zu Recht mit zerstört, weil die ökologische Frage, die internationale Gerechtigkeitsfrage, die Genderfrage und so weiter. Aber unsere Aufgabe ist es jetzt, ein neues Leitbild für diese Gesellschaft zu entwerfen. Und ich glaube, aus dieser Krise sozusagen ein Leitbild einer ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Gesellschaft zu entwerfen, wo die Leute wieder die Idee haben können, dass es ihren Kindern, wenn nicht vielleicht besser, aber vielleicht doch genauso gut gehen könnte wie ihnen selbst. Das, glaube ich, ist unsere zentrale Aufgabe. Und dann kriegst du auch diese Investitionen wieder gestemmt, weil du plötzlich weißt, in welche Richtung das es geht. Und das ist das, was wir Grünen, glaube ich, zentral leisten müssen. Und ich glaube, da sind wir die letzten paar Jahre einen sehr, sehr guten Schritt vorangekommen. Und wenn ich mal anschaue beim Investitionsbegriff, würde ich nicht das teilen, was Sie gerade, oder bei den Investitionen, was unsere Investitionsbedarfe sind. Ich sehe die ehrlich gesagt viel, viel höher. Nämlich wir müssen gigantische Investitionen stemmen, um die erneuerbare Energieninfrastruktur hinzukriegen, um den Umbau unseres Mobilitätssystems hinzukriegen, um das Dämmen unserer Häuser hinzukriegen. Im privaten Bereich, die Autoindustrie muss gigantisch investieren, die Chemieindustrie muss gigantisch investieren, die muss vom Erdöl weg, die Autoindustrie muss vom Erdöl weg. Aber wenn es uns gelingt, so ein Leitbild zu formulieren, wo wir hinwollen, dann glaube ich, schaffen wir es auch, die Gelder, die ja da sind, zu mobilisieren dafür und das hinzukriegen. Und dann ist der Investitionsbegriff durchaus relevant, aber dann wird man sowohl in Köpfe als auch in die dafür notwendige Infrastruktur investieren.
Und am Ende, es gab vor einigen Jahren mal den schönen Spruch, der an jedem Betonmischer dranhing, Beton, es kommt darauf an, was man draus macht. Und das stimmt halt. Ich kann damit Eisenbahntrassen bauen oder ich kann die 100. Umgehungsstraße bauen in einem Dorf, wo der Durchgangsverkehr nicht mehr das Problem ist, sondern wo man sich eigentlich inzwischen über den Durchgangsverkehr eher freut, weil nämlich dann das Wirtshaus vielleicht eine Chance hat zu überleben. Auch wenn es die eine oder andere Umgehungsstraße in hochbelasteten Regionen gibt, die sicher noch gebaut werden muss. Aber ich glaube, das ist das, was unsere Aufgabe ist. Eigentlich sozusagen ist unsere Aufgabe, die Vision zu entwickeln, und zwar sehr, sehr konkret, wo dieses Land hin will. Und dann kriegen wir die Investitionen auch gestemmt. Darf ich direkt was dazu sagen? Weil ich glaube nämlich, in der Tat, weil das Argument, das Geld dafür ist nicht da, ist in einer in der viertgrößten Volkswirtschaft Deutschlands, die unglaubliches Vertrauen an den Finanzmärkten genießt, wo der Schuldenstand rapide nach unten geht und in ein paar Jahren sind wir bei nahe Null, sozusagen, wenn es so weitergeht wie jetzt, ist das Argument, das Geld ist nicht da, einfach Denkfaulheit. Also ich kann argumentieren, ich will es nicht oder es ist zu kompliziert, ich habe die Arbeiter nicht oder irgendwas. Aber sagen, die Gelder sind nicht da, wie man es gerne dann aus Finanzministerien immer hört, ist es einfach kein valides Argument und das darf man auch nicht durchgehen lassen. Und vor allem am allerschönsten finde ich dann, wenn man noch erzählt, wir sparen das wegen der Jugend, weil wir den jungen Leuten einen schuldenfreien Staat übergeben. Ja toll, dann übergeben wir ihnen einen Staat mit ruinierter Infrastruktur und ökologischen Systemen, die kurz vorm Zusammenbruch sind, also wo am Ende die Lebensgrundlagen kaputt sind. Also wie man jemals den schönen Begriff Generationengerechtigkeit so pervertieren konnte, da kannst du einfach nur schreiend davonlaufen. Aber das ist etwas, was man auf Bundesebene lösen kann. Nicht ein einzelnes Bundesland wie Berlin hatte natürlich nicht die Möglichkeit. Die entkamen denn nicht. Aber die Bundesrepublik Deutschland kann dem natürlich entkommen. Und da gibt es ja auch Ideen, auch wenn ich vom PPP nichts halte, aber manches sozusagen von so Investitionsfonds, das zu gestalten. Ja, wir haben die Schuldenbremse im Grundgesetz, aber ey, da gibt es schon Ideen, wie man da entkommen kann, noch dazu für Investitionen. Nicht für konsumtive Ausgaben, aber für Investitionen. Da gibt es schlaue Leute, die sich da schon Spannendes ausgedacht haben. Ich fand ja gerade die... Das ist ja jetzt schon so, um das einfach nur zu ergänzen, dass auch wenn manche zucken, dass aber das Land Berlin ganz klar sagt, wir sanieren unsere Krankenhäuser und auch die müssen Kredite aufnehmen, weil die halt gerade einfach bezahlbar sind. Weil wir so viel gleichzeitig investieren müssen, wenn wir den Schulbau auch teilweise kreditfinanziert machen. Da zuckt aber so manch Linker und sagt, das sei die Privatisierung des Schulwesens. Das finde ich irgendwie abstrus, um ehrlich zu sein an der Stelle. Wir müssen aber eben diese Hebel und Mittel alle auch tatsächlich nutzen, weil ich jetzt nicht warten kann, dass die nächsten 15 Jahre sich mal an Schulen was tut. Wir müssen jetzt 50, 60, 70 neue Schulen bauen. Wir müssen neue U-Bahnen kaufen und die Krankenhäuser sanieren. Und das bitte alles gleichzeitig. Und dafür macht ein normaler Kaufmann das halt eben auch, Fremdkapital zu mobilisieren. Das werden wir auch tun. Insofern, Schuldenbremse hin oder her für Investitionen, gibt es eben genau diese Möglichkeiten. Und die muss man dann auch nutzen. Den Mut muss man auch politisch dazu haben. Okay, ich sehe schon, die Investitionsbereitschaft hier auf dem Podium ist groß. Ich fand ja tatsächlich auch die Zahlen interessant, die Sebastian Bucco gerade vorgestellt hat, diese hohen Zustimmungswerte in der Bevölkerung bei Befragungen, was die Investitionen in die öffentliche Infrastruktur angeht. Aber wurde ja auch darauf hingewiesen, es gibt dort einen großen Altersunterschied, vor allem Zustimmung in der jüngeren Generation. Bei der Generation 65 plus war der Wert schon nur noch bei 50%, vermutlich auch, weil man nicht den unmittelbaren Nutzen, es sei denn, man denkt an seine Enkelkinder, sieht. Bei der Mütterrente weiß man halt, was man dann irgendwie konkret davon hat. Um jetzt noch ein letztes Mal auf diesen Investitionsbegriff zurückzukommen, ist das Problem nicht auch immer, wir reden von Investitionen in die Zukunft, aber nicht davon, was die vielleicht auch für einen Gegenwartswert haben. Wenn wir jetzt irgendwie in das Sprachlabor in der Schule in Neukölln investieren und die Schülerin irgendwie dort irgendwie ein paar Worte mehr Englisch lernt, hat das nicht auch einen unmittelbaren emanzipatorischen Gewinn und nicht nur sozusagen ist nicht nur die Investition in die Arbeitskraft der Zukunft gucken wir zu sehr irgendwie auf die Zukunft bei Investitionen, nicht auch auf den Wert für die Gegenwart? Vielleicht die Frage an Marc Schieritz oder wer auch immer mag. Vielleicht ganz kurz. Also es gibt ein paar Bereiche, wo das ja sofort einsichtig ist. Zum Beispiel die U-Bahnen, wenn sie da sind, die sind einfach für jeden Menschen dann angenehmer. Oder wenn die Bahn endlich mal pünktlicher wäre, weil man nämlich
Züge hat, die nicht jedes zweite Mal kaputt gehen, zumindest wenn ich drin sitze und von München nach Berlin fahre. Und wenn sozusagen das Gleisnetz erweitert wird, also es hat einfach ganz vieles, hat einfach einen unmittelbaren Nutzen. Und bei Investitionen in die Zukunft, also wenn wir unsere Lebensgrundlagen nicht ruinieren wollen, was glaube ich nicht so schlau ist, weil wir halt nicht so viele Lebensgrundlagen in der Hinterhand haben, dann müssen wir halt insgesamt einfach ziemlich viel investieren. Ich würde ganz gerne einmal noch mal die Harmonie hier auf diesem Podium ein bisschen stören. Sie sind sich jetzt ja sehr einig, irgendwie, dass in Infrastrukturen investiert werden muss. Ich stelle jetzt mal die These in den Raum, dass die Politik, kann man natürlich nicht immer sagen, ich sage es jetzt mal so allgemein, dass viele Politiker lieber über Transferleistungen und Steuersätze debattieren, statt über gesellschaftliche Teilhabe, die durch öffentliche Räume oder inklusive Infrastrukturen entsteht. Ist da nicht ein bisschen was dran, Frau Popp, oder widersprechen Sie mir? Ich habe es ja gerade zart angedeutet, dass es welche gibt, die glauben, mit dem schnellen Transfer von Zulagen oder was auch immer, die Menschen glücklich zu machen. Aber ich teile das. Investitionen in Infrastruktur sind auch eine Form von Nachhaltigkeit. Nicht zu investieren ist ja auch Schulden machen auf Kosten der nachfolgenden Generation. Und vor allem, was viel wichtiger ist, das sind die Lebensgrundlagen unserer Stadt, unserer vielleicht auch unseres Gemeinwesens. Es ist die Art, wie der Staat seinem Bürger entgegentritt. Wie sieht der Park aus? Wie sieht die Straße aus? Wie sieht die U-Bahn aus, die ich benutze tagtäglich? Das ist ja auch ein Stück weit eine Wertschätzung dem Bürger gegenüber oder eben nicht, wenn das alles verkommt. Und das finde ich wahrlich jetzt, nicht falsch, das zu verteidigen. Und vor allem, es gibt auch eine soziale Dimension dabei, die würde ich gerne noch mal beleuchten, weil wenn wir von öffentlichen Räumen sprechen, wo treffen sich Menschen? Wir hatten ja gerade Diskussion, es gibt die verschiedenen Bubbles und jeder lebt irgendwie in seinem Viertel, in seinem Kiez, in seiner sozialen Blase, wie auch immer. Wo trifft man sich überhaupt noch? Nicht in der Schule, weil das ist ja auch alles schön, immer noch segregiert. Nicht mal mehr im Supermarkt, weil die einen gehen Bio einkaufen und die anderen zu Netto. Das ist ja die traurige Wahrheit. Man trifft sich aber immer noch in der U-Bahn tatsächlich oder in der Straßenbahn. Man trifft sich in diesen öffentlichen Räumen, die es gibt, auch in den Parks. Und ich glaube, deswegen ist das auch so wichtig, das auch ein Stück weit als öffentlichen Raum zu begreifen und nicht nur als Durchgangsraum, wo irgendwie alle mal durchhuschen müssen und es ist egal, wie das da drin aussieht und wie es stinkt. Deswegen ist Infrastruktur eben nicht nur eine Frage von Beton, sondern auch wirklich was von Aufenthaltsqualität und wie wir einander auch begegnen, wenn der Staat auch seinem Bürger gegenübertritt. Deswegen hat das noch eine gänzlich andere Dimension, als nur in die Zukunft zu investieren, was ich wichtig finde. Und es ist vor allem auch eine Frage, wie auch das veränderte Leben sozusagen sich dann auch ausdrückt, auch in der Stadt. Wir sind hier sehr nah dran. Wir sehen es am Fahrradverkehr. Die Infrastruktur ist darauf null ausgelegt, dass Menschen Fahrrad fahren wollen in solchen Massen. Ein Riesenthema in jeder Stadt, von New York bis Berlin. Aber auch, dass das Leben sich nach draußen verlagert hat, viel, viel stärker als vor 10, 15 Jahren, sieht man in den Parks. Und da muss man irgendwie, kann man nicht sagen, unsere Grünflächenämter arbeiten halt nicht am Wochenende. Das hilft dann einfach nicht, weil der Park dann dementsprechend auch aussieht. Also man muss auch sozusagen die veränderten Lebensgewohnheiten der Menschen ja auch durch Infrastruktur auch begleiten. Und das ist eben auch ein Stück weit Wertschätzung, die man dem Bürger entgegenbringt, als Staat, finde ich zumindest. Herr Fratscher, Sie wollten direkt was dazu sagen. Sie wollten ja so ein bisschen auch Dissens haben oder Diskussion haben. Ich will so ein bisschen bremsen. Ich meine, natürlich brauchen wir mehr Investitionen, natürlich haben wir da ein Problem, aber es gibt genug Beispiele in der Vergangenheit, wo öffentliche Investitionsprojekte in die Hose gegangen sind. Tropical Island. Stuttgart 21. Wir wollen alle Dinge erwähnen, die nicht in Berlin der liegen. Der BR nimmt noch ein gutes Ende. Also ich will hier drei Punkte machen. Einmal, ich glaube, den Punkt von Herrn Hofreiter ist wichtig zu sagen, man muss am Anfang erstmal überlegen, wo wollen wir hin, was ist uns eigentlich wichtig, Prioritäten setzen und dann kommt man in verschiedene Schwierigkeiten. Einmal, gewisse Projekte will man vielleicht einfach nicht, man will vielleicht nicht doch noch eine neue Autobahn oder doch noch eine Erschließung, sondern man muss genau priorisieren. Heißt auch, dass man vielleicht Dinge tut, die sich ökonomisch vielleicht nicht rechnen, weder heute noch in der Zukunft. Wenn wir über gleichwertige Lebensbedingungen sprechen, die Diskussion, brauchen wir ein schnelles Internet an jeder Milchkanne. Das sind so Grundsatzfragen, wo der Staat auch mal die Pflicht gehen muss, zu sagen, wir haben eine gewisse Pflicht oder müssen zumindest gewisse Chancen schaffen. Mein zweiter Punkt, und das
Es gibt häufig große Widersprüche zwischen dem, was Menschen wollen, was die Prioritäten sind. Und nehmen wir mal Berlin. Wir wissen, wir haben ein Problem mit Mieten, mit ausreichend Bauland. Und es gibt das Problem zwischen Insidern und Outsidern. Hier in der Umfrage sagten die große Mehrheit, ja, natürlich wollen wir öffentliche Infrastruktur stärken. Wahrscheinlich haben viele gedacht, aber bitte nicht unbedingt um mein Haus herum. Und Beispiel Tempelhofer Feld ist für mich ein schönes Beispiel, wo viele sagen, ja, natürlich brauchen wir mehr Bauland in Berlin. Natürlich wollen wir nicht, dass die Mieten steigen. Aber bitte da nicht. Nicht da, wo es uns was wert ist. Also es gibt diese Konflikte zwischen, wir Ökonomen nennen das Insider-Outsider, also die, die sich schon irgendwo wohlfühlen und sagen, hier in meinem Kiez oder in meinem Umfeld bitte nicht, woanders ja. Und diesen Konflikt muss man ausfechten. Also man muss nochmal darauf zurückzukommen, was Herr Hofreiter gesagt hat. Wir müssen überlegen, wo wollen wir hin? Was ist uns wichtig als Gesellschaft? Das ist auch die Aufgabe der Politik, das zur Verhandlung zu stellen, dort ein Feedback zu bekommen. Und das heißt halt nicht in jedem Fall mehr Investitionen, sondern das heißt halt häufig auch dann Dinge zu tun, die vielleicht nicht unbedingt populär sind. Und vielleicht noch ein allerletzter Punkt, nochmal ein bisschen warnend. Wir müssen vorsichtig mit dem Begriff Investition sein. Denn strikt genommen ist eine Lehrerin oder ein Lehrer einzustellen keine Investition. Also auch da nochmal zu überlegen. Warum denn eigentlich nicht? Bitte? Warum denn eigentlich nicht? Es geht doch auch möglicherweise um das Innenleben einer Institution und nicht nur, ob das Gebäude da steht. Absolut. Was nutzt das schönste, modernste Schulgebäude in Berlin, wenn irgendwie nicht genügend Lehrkräfte da sind oder keine gut ausgebildeten? Absolut. Nur mein Punkt ist, dann Ihre Unterscheidung zwischen öffentlichen Investitionen und öffentlichen Konsum verschwimmt. Ja, auch einem Menschen eine ordentliche Absicherung bei Arbeitslosigkeit oder was zu geben, kann eine wahnsinnig kluge Investition sein, weil ohne das wird dieser Mensch nie wieder in Arbeit zurückzufinden. Also die Schwierigkeit ist wirklich, dieser Begriff verschwimmt und wirklich zu sagen, wo wollen wir Schwerpunkt drauf legen. Ich gebe Ihnen natürlich recht, natürlich mehr Lehren oder Lehrpersonal besser zu bezahlen oder besser auszubilden. Natürlich ist das eine hervorragende Ausgabe, hervorragende Investition. Man muss halt sehr vorsichtig sein, weil das Argument können Sie mit sehr, sehr vielen Dingen tun, was wir dann oder andere dann vielleicht als öffentlichen Konsum bezeichnen würden. Herr Hofreiter, Sie hatten ohnehin zum Mikro auch gegriffen, um zu erwidern. Ich würde Ihnen gerne, Marc Schieritz auch gleich als Nächster, ich würde Ihnen gerne trotzdem noch eine Frage mit auf den Weg geben. Im Zwischenbericht zum Grundsatzprogramm der Grünen, jetzt hört auch Robert Habeck wieder zu. Nein. Da steht der schöne Satz, soziale Gerechtigkeit braucht einen starken Sozialstaat, der nicht nur materielle Sicherheit und Teilhabe gewährleistet und Menschen vor Armut schützt, sondern über starke öffentliche Räume und Institutionen auch die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes, glückliches Leben schafft. Könnte glatt von Peter Siller geschrieben sein, so wie er klingt. Das steht sozusagen in der grünen Programmatik. In der öffentlichen Debatte höre ich aber auch im Moment ganz viel von den Grünen. Stichwort Garantierente, Hartz IV ersetzen durch eine Garantiesicherung, die mindestens 30 Milliarden Euro kostet. Gestern wurde das Modell einer Kindergrundsicherung vorgestellt. Hat sicher alles was für sich. Diese Liste ließ sich endlos fortsetzen. Die Grünen haben ja mal so einen Ausgabenschwerpunkt beschlossen, 2:1 von jedem zusätzlichen Euro 2 Teile in öffentliche Infrastrukturen, einen in Individualtransfers. Wenn ich mir die Debatte anhöre, die Grünen im Moment führen, habe ich den Eindruck, da sind die Prioritäten inzwischen etwas verrutscht. Oder nicht? Also das, was Sie gerade gesagt haben, klang anders, aber vielleicht mögen Sie dazu noch mal was sagen. Also selbstverständlich diskutieren wir intensiv, wie es uns gelingt, jedem einzelnen Menschen in Deutschland ein Leben in Würde zu ermöglichen. Nämlich das ist ja die Frage, wo es da in der sozialpolitischen Debatte ging. Und jenseits sozusagen der ökonomischen Frage der Trennung zwischen Investitionen und Konsum haben Sie ja schon vorher selber festgestellt, dass es auch eine sehr gute Investition sein kann in eine Lehrerin oder eine sehr gute Investition, dass jemand nicht aus der Gesellschaft rausfällt. Aber worauf ich jenseits der Frage vorher eingehen wollte, ist, dass es halt wirklich sehr, sehr entscheidend ist,
worin wir investieren und deshalb auch das, wohin wir hinwollen. Nicht einer der Gründe auch, warum die Skepsis bei Investitionen so groß geworden ist, meiner Beobachtung nach. Und ich war ja Vorsitzender vom Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, weil das damals alles noch zusammen war. Das lag halt auch daran, dass wir in den letzten Jahren viele Investitionen getätigt haben, die zwar viel Geld gekostet haben, aber wo man sich fragen kann, ob die irgendeinen relevanten Nutzen generiert haben. Sei es jetzt für unsere Wirtschaft, sei es jetzt für unsere Gesellschaft. Und wenn ich mir den Verkehrsbereich anschaue, von wie das Geld bei der Bahn traurig versenkt worden ist, ohne dass wirklich ein relevanter Nutzen rauskam für die Nutzer des Systems Bahn. Oder wenn ich mir die Straßeninfrastruktur anschaue, man hat Umgehungsstraßen gebaut für Ortschaften, wo 1500 Fahrzeuge in 24 Stunden durchfahren. Also, und habe Millionen dafür ausgegeben. Zur Einordnung, auf einer durchschnittlichen Bundesstraße fahren in Deutschland im Schnitt 10.000 Fahrzeuge, auf einer Autobahn fahren so zwischen 60.000 und 70.000 Fahrzeuge in 24 Stunden. Und dann gebe ich 50 Millionen aus, um eine Umgehungsstraße zu bauen, wo 1500 Fahrzeuge durchfahren. Und solche Beispiele gab es halt massenhaft. Oder wenn halt Wohnungsbau stattfindet und es ist versprochen worden, irgendwie sind die Wohnungen bezahlbar und am Ende stellen die Leute fest, dass ein Luxuswohnhaus hingestellt wird, das von Leuten gekauft wird, die 2 Wochen mal in der Stadt sind und sowas halt viel zu häufig passiert, dann glauben dir die Leute halt auch nichts mehr. Und deshalb, wir hatten es ja auch vorher mit der Vertrauensfrage. Wir meine ich damit als Bundesrepublik Deutschland, zumindest in dem Bereich, wo ich überblicken kann, die letzten 10-12 Jahre es hat geleistet, viel zu viel schlechte Politik zu machen. Und zwar objektiv. Also kannst du rechts oder links oder konservativ sein, aber wenn du dir die Ergebnisse anschaust, einfach objektiv keine gute Politik hinzustellen. Nämlich, was ist der Sinn und Zweck einer Straße, wenn ich gleichzeitig Mangel habe an Straßen in hochbelasteten Regionen, wenn ich die Straße baue in Regionen, wo halt keine Autos im Verhältnis unterwegs sind. Das macht halt nur äußerst begrenzt Sinn. Oder wenn ich Bahnstrecken ertüchtige, ohne dass ich irgendeinen Effekt habe, weil ich den notwendigen Engpass nicht beseitige, sondern ich da ausbaue, wo ich überhaupt keinen Engpass habe. Und sowas hat man halt massenhaft gemacht. Und das haben die Leute bemerkt. Und deshalb, ja, es haben die Leute halt einfach bemerkt. Und deshalb war das Plädoyer so stark, dass wir uns darauf einigen müssen, wo wollen wir als Gesellschaft hin? Nämlich dann kannst du sozusagen auch davon ableiten, was am Ende sozusagen gebaut werden soll. Und zum Beispiel beim Tempelhofer Feld, das kann man natürlich den Leuten vorwerfen, aber nach allem, was ich mitgekriegt habe, waren die Leute vor allem genervt davon, oder sie hatten nicht das Vertrauen, dass Wohnungen entstehen für Menschen mit mittlerem und unterem und vielleicht auch sogar ein bisschen höherem Einkommen, sondern dass Wohnungen entstehen für Menschen, die da vielleicht gar nicht wohnen und das einfach als Anlage- und Spekulationsobjekt betrachten. Und dann kriegst du natürlich solche Investitionen auch nicht verteidigt. Und ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel am Bundesverkehrswegeplan denke, also wenn ich diesen Bundesverkehrswegeplan anschaue und das Geld vom Himmel fallen würde, würde ich trotzdem einen Großteil davon nicht bauen. Weil es halt einfach Quatsch ist. Aus grüner Sicht sowieso Quatsch, aber selbst aus Sicht eines Autofahrers Quatsch ist. Und weil ich nicht die Engpässe beseitige. Und deshalb, wie gesagt, hat man da halt auch viel Unsinn angestellt. Und wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen, die Leute haben es halt gemerkt. Ja, ich finde, dass man sich trotzdem mit deinem Punkt vorbeimogeln kann, den du gerade aufgeworfen hast, weil ich glaube nämlich, dass sozusagen zwei Linien von dem Punkt wegführen. Der eine führt über die Betonung des Individuums irgendwo hin zum bedingungslosen Grundeinkommen, so in diese Richtung irgendwie. Und der andere Weg führt in eine Richtung von sowas wie bedingungslose Grundservices, Universal Basic Services, wie das diskutiert wird, also sozusagen in öffentliche Räume, öffentlich finanzierte Begegnungsstätten,
Sozusagen die Kita ist frei, dafür habe ich kein Geld. In einem anderen Modell, ich habe das Geld und damit zahle die Kita selber. Du hast mal den Vorschlag einer Deutschlandkarte gemacht. Genau, und deswegen, um nochmal auf diese Deutschlandkarte zurückzugreifen, die geht natürlich in dieses zweite Modell, weil ich glaube, dass es eben mehr geht als um wirtschaftliche und soziale Ertüchtigung, sondern Begegnung, Partizipation, diese Dinge, die sich dadurch öffnen können. Und man muss natürlich immer abwägen, weil natürlich sind öffentliche Güter irgendwie auch oder können sozial regressiv sein. Also wenn die Kita für alle frei ist, dann ist es super für den, der viel Geld hat, weil der spart noch was und der andere nicht. So, deswegen muss man, glaube ich, aber sich sehr genau anschauen, was sozusagen die Zugangsvoraussetzungen für diese Räume sind und die Zugangsbeschränkungen. Und da würde ich jetzt zum Beispiel beim Thema Kita und Schulessen anders argumentieren und sagen, natürlich, klar, sozial gerechter wäre es, ich mache ein Gutscheinsystem, keine Ahnung, die Reichen bezahlen und die Armen kriegen das Geld davon, dann gibt es eben Sozialausgleich. Aber da glaube ich schon sowas an Schule als Begegnungsstätte und sozusagen Barrieren einreißen, Niederschwelligkeit, auch bei Musikschulen, Musikunterricht und so weiter. Wenn ich im Zweifel der Familie die 20 Euro gebe, da weiß ich nicht, ob die wirklich, ich sage gar nicht, dass sie es versaufen, aber vielleicht überhaupt trauen, ob die sich zutrauen, Mensch, kann mein Kind Klavier spielen, kann ich das dem überhaupt zutrauen? So, wenn das neben der Schule ist, ist alles offen, dann ist was anderes. Deswegen glaube ich, dass dieses Flatrate-Prinzip oder offene Zugangsprinzip in einigen Sektoren von Öffentlichkeit schon sinnvoll sein kann, obwohl es jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht das sozial gerechteste ist. Ich glaube, der Punkt ist auch da, dass man sich das genau anschauen muss. Also beim Beispiel Schulessen, da funktioniert das meines Erachtens gut, dass die gut verdienenden Eltern in einen Topf einfach einzahlen und die Schule das Essen bestellt und alle davon essen. Und halt eben nicht, ne, sozusagen diejenigen, die kein Schulessen bezahlt bekommen, nichts kriegen und die anderen, die das Geld dafür bezahlt haben, was bekommen. Ich glaube, das kriegt man geregelt. Was wir aber auch gemacht haben, was ich richtig finde, ist, dass wir Schülerticket für alle Schüler und Schülerinnen eingeführt haben, was kein Geld kostet in Berlin. Das heißt, bei Mobilität ist ja auch soziale Teilhabe. Es gibt ja Kinder, die wachsen in Berlin auf, haben das Brandenburger Tor noch nie gesehen, weil sie zu weit weg davon wohnen und irgendwie die 2,80 Euro für das Ticket irgendwie auch nicht da gewesen sind bei den Eltern. So, also das zu machen, ja, also Zugang eben zu öffentlichen Institutionen, zum öffentlichen Nahverkehr kostenlos zu machen für Kinder, damit sie eben Mobilität auch haben und genießen können. Das finde ich absolut richtig. Man muss immer so ein Stück weit abwägen. Aber ich bin tendenziell eher auf der Seite auch der öffentlichen Güter und nicht der Transfers. Bei der Kindergrundsicherung muss man aber ehrlicherweise sagen, dass damit ja auch verbunden ist eine Veränderung des deutschen Familienfinanzierungsmodells, weil das deutsche Familienfinanzierungsmodell ja eher ein Ehefinanzierungsmodell ist, was wir ja alle kennen über das Thema Ehegattensplitting. Und das ist tatsächlich etwas, was nicht mehr in diese Zeit passt, was Geld kostet, sage ich als eine, die auch sehr lange Haushaltspolitik gemacht hat und was nicht da ankommt, wo es ankommen muss, nämlich bei Familien und bei Kindern. Und darauf fußt das Kindergrundsicherungsmodell der Grünen. Und das finde ich sehr, sehr richtig, dass wir da auch einen Systemwechsel hinbekommen. Ich weiß, dass das lange dauert, weil so, die Debatte kennen wir alle, aber trotzdem müssen wir auch diesen Mut haben zu sagen, wir müssen uns trauen, Familien und Kinder in diesem Land zu unterstützen und eben nicht nur das schlichte Heiraten, was auch wichtig ist für zwei Menschen, keine Frage, aber das ist nicht der Punkt, der staatlich gefördert werden soll, sondern wirklich das Leben von Kindern, das Aufwachsen von Kindern, ihnen Teilhabe zu ermöglichen. Und das ist das Kindergrundsicherungsmodell, was die Grünen vorgestellt haben. Marc Schieritz hatte ja gerade die Idee sozusagen von frei zugänglichen, auch kostenlosen Infrastrukturen angesprochen, die dazu führen, dass der öffentliche Raum auch tatsächlich ein Ort der Begegnung wird. Man da ins Gespräch kommt, auch ins Gespräch miteinander kommt, mit Menschen, die man sonst nicht treffen würde. Frau Propp, Sie haben schon das Stichwort Schule vorhin angesprochen. Wenn man sich Berlin anguckt, selbst wenn man im Wedding irgendwie eine tolle Schule hinsetzt und da genügend Sozialarbeiter beschäftigt, die gut ausgestattet ist, dann schicken die gut gebildeten, um jetzt das mal etwas klischeehaft zu machen, grünen Wähler ihre Kinder trotzdem lieber auf die Waldorfschule oder die evangelische Schule oder gucken, ob sie nebenan in Pankow einen Schulplatz kriegen. Ist der Staat da mit seinen Mitteln am Ende oder muss er nicht versuchen, das zu verhindern? Mein Eindruck ist, dass das immer sozusagen dann eher auf so Initiativen von unten hinausläuft. Sozusagen die Eltern, die sich zusammenschließen im Kiez und sagen, nee, irgendwie ist das blöd. Wir treten mit in Verhandlungen mit der Schule, gucken, dass die mindestens 5 Kinder in eine Klasse aufnehmen. Dann hat man sozusagen so eine kritische Masse und dann machen die das auch. Kann der Staat da überhaupt etwas tun, um zu einer stärkeren Begegnung zu kommen? Also was der Staat nicht tun kann, ist eben sozusagen solche Quoten oder Ähnliches auf den Weg zu bringen. Diskussion gab es ja auch, Busing und Schulkinder quer durch die Stadt in alle Himmelsrichtungen zu verteilen.
Das funktioniert nicht. Aber wir gehen auch einen ähnlichen Weg, was Robert in dem ersten Podium beschrieben hat, dass wir eben Gemeinschaftsschule ermöglichen in Berlin, dass wir Schulen gemeinsam auf den Weg machen, Gemeinschaftsschule zu werden, also als Regelschule, was nicht das Abschaffen des Gymnasiums heißt auf der anderen Seite. Aber es ist eben tatsächlich da eine Frage von Geld. Es ist eine Frage von Geld, es ist eine Frage von engagierten Lehrer und Lehrerinnen, die eben, das ist ja alles nicht möglich im deutschen Beamten- und Angestelltenfinanzierungssystem, was wir haben, dass es eben tatsächlich deutliche Zulagen eben auch gibt, wenn man an eine sogenannte dann eben doch schwierige Schule geht. Man muss das Glück haben, dass Lehrer Lust drauf haben und das hat nicht jeder und nicht ein Leben lang. Also wir sind tatsächlich da mit relativ beschränkten Mitteln unterwegs, aber ich glaube nach wie vor, und Robert hat es auch gesagt, es kommt auch auf die Mittel, auf die Ressourcen an und doch, wenn die Schule gut saniert ist oder sogar neu gebaut ist, wenn das Schulessen vernünftig ist, wenn die Bibliothek in Ordnung ist und wenn noch engagierte Lehrer sind, dann ist auch die Schule in Wedding oder Neukölln eine begehrte Schule. Davon gehe ich schon aus, aber es braucht unglaublich viel Geld, was in den letzten Jahrzehnten wirklich versäumt worden ist, weil eben in Berlin ja auch die Diskussion war, dass die Stadt ja schrumpft. Wir haben unglaublich viele Schulen geschlossen, verkauft, die Immobilien an andere verscherbelt und jetzt trauen wir dem natürlich hinterher. Aber ich glaube durchaus, dass man auch mit diesen Mitteln Schulen auch wieder attraktiv machen kann für Eltern. Das Stichwort kostenloser ÖPNV fiel ja auch schon sozusagen. Es ist klar, dass dadurch auch die Zugänglichkeit steigen würde. Wenn man nichts bezahlen muss, kann man natürlich eher eine U-Bahn-Tram nutzen. Aber an diesem Beispiel kann man ja auch wieder die Vor- und Nachteile durchdeklinieren, Herr Hofreiter. Vielleicht entsteht dann so ein hoher Qualitätsverlust, dass manche, die es sich leisten können, eben wieder ausweichen oder eben nicht den ÖPNV nutzen. Sie haben neulich ein Investitionsprogramm vorgelegt und wollen durch ein besseres Angebot die Zahl der Fahrgäste bis 2030 verdoppeln, wenn ich es richtig nachgelesen habe. Wie kann das aufgehen? Das kann dadurch aufgehen, dass wir auf der einen Seite deutlich mehr investieren, dass wir auch den Städten Gelder für Investitionen zur Verfügung stellen, dass wir, wenn man es jetzt technisch betrachtet, im ersten Schritt GVFG aufgebohrt haben, das ist Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, wo ja das absurde Situation war, dass da eine feste Zahl ins Grundgesetz geschrieben worden ist mit der sogenannten Versteinerungsklausel, was schon zeigte, welches Weltbild damals mehrheitlich im Bundestag vorgeherrscht hat. Das ist uns gelungen aufzubohren, weil die Große Koalition nicht mehr so groß ist, Gott sei Dank, und sie uns für was anderes brauchte. Und dann des Weiteren, wie gesagt, GVFG, der Bund muss mehr investieren in Bahn, da muss man den Ländern da deutlich mehr Geld zur Verfügung stellen, das geht über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, da muss man allerdings den Ländern auch helfen, nicht nur bei der Neuinvestition, sondern bei der Ersatzinvestition, was für die Länder und Städte ein ganz großes Problem ist, gerade so Städte im Ruhrgebiet, die überlegen eher, ob sie ihre U-Bahnen dicht machen, weil sie die Ersatzinvestitionen nicht bezahlen können, und dann muss man als weiteres Standbein wollen wir sowas wie einen Mobilpass Deutschland, wo das ganze Tarifchaos hinter einer einzelnen simplen System verschwindet. Dazu müssen nicht die einzelnen Nahverkehrsverbünde ihr System umstellen, aber das kannst du digital einfach für den Kunden dahinter verschwinden lassen. Und da wollen wir Geld reinstecken, dass der Mobilpass Deutschland am Ende, wenn es ideal läuft, so ausgestaltet ist, dass er für Kinder und Jugendliche umsonst ist, dass Menschen mit geringerem Einkommen, Familien kriegen es ja über die Kinder, also Menschen mit geringerem Einkommen und Senioren ein sehr vergünstigtes Angebot haben, und dann ist das Ganze alles viel simpler. Nämlich wer halt auch wirklich sehr gut verdient und dann ein tolles Bus- und Bahnangebot kriegt und noch so einen Mobilpass Deutschland kriegt, der kann für diesen Mobilpass Deutschland dann auch Geld ausgeben. Und des Weiteren wollen wir, was die Bahn komplett missverstanden hat, die Bahnhöfe als zentrale öffentliche Infrastruktur begreifen. Meine ich, die Bahnhöfe für uns in der Zukunft so Art Mobilitätsdrehscheiben sind. Das sind sie in den großen Städten zum Teil schon. Also
großer Hauptbahnhof, da kommt ein Zug an, da fährt der Bus weg, da fährt die Straßenbahn weg, da kannst du Tickets kaufen, da kannst du vielleicht sogar ein Fahrrad ausleihen, da kannst du ein Auto ausleihen, da kannst du dein Auto abstellen, da kannst du vielleicht sogar dein Auto elektrisch aufladen, da kannst du vielleicht sogar ein Pedelec aufladen, aber in der Fläche ist es 0,0 vorhanden und wir wollen die Bahnhöfe wieder flächendeckend zu Mobilitätsdrehscheiben ausbauen. Und wenn wir das auf allen Ebenen anpacken, dann klappt das auch. Man könnte sogar überlegen, ob das verpflichtend ist, dieses Ticket zu kaufen. Sagen wir, wie ein Rundfunkbeitrag. Ja, aber also wenn man das so macht wie in der Schweiz, dann ist das so attraktiv. Also wenn wir das alles so hinkriegen würden, dann glaube ich, muss man die Leute nicht dazu zwingen, weil dann machen die das einfach schon mit großer Begeisterung selber. Und wer verzweifelt Auto fahren will, der hat ja auch einen ganz großen Vorteil davon. Nämlich dann, unser tolles Straßennetz ist einfach leerer. Ich habe deshalb nie verstanden, warum die fanatischsten Autofahrer immer gegen den Ausbau von Bus und Bahn waren. Ich persönlich habe mir immer gedacht, wenn ich ein fanatischer Autofahrer wäre, würde ich nicht so sehr fordern, als wir den massiven Ausbau von Bus und Bahn, weil dann für mich endlich Platz wäre auf der Straße. Jetzt bin ich das nicht, aber verstanden habe ich es trotzdem. Da konnte mir auch noch keiner erklären. Ich habe das auch versucht, meinem ADAC beizubringen. Die waren ganz irritiert. Ich will so ein paar Punkten so ein bisschen widersprechen oder ein bisschen die Diskussion vielleicht ein bisschen vertiefen. Ich glaube, bei kostenlosen ÖPNV, also viele dieser Dinge klingen erstmal gut, aber es sind zwei Probleme. Einmal muss man es, vielmehr noch so ein bisschen die Vorschläge, wie will man es finanzieren? Wie will man eigentlich das leisten? Das Problem in Deutschland sehe ich nicht, dass der ÖPNV zu teuer ist, sondern dass letztlich die anderen Formen von Mobilitäten zu günstig sind und nicht wirklich die Kosten tragen, die sie verursachen. Also Beispiel CO2-Bepreisung. Das wäre sehr viel effektiver, wenn man wirklich die Mobilitätsformen, die die Kosten verursachen, auch wirklich so bepreist, dass sie den Schaden, den sie verursachen, auch tragen. Zweiter Punkt, wie gesagt, die Finanzierung. Man kann sich all dies wünschen, aber da muss man auch sagen, wie will man es finanzieren? Wo will man kürzen? Wie will man es finanzieren? Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist interessant, dass wir so ein bisschen vertauschte Rollen anscheinend haben. Sie haben eben ökonomisch argumentiert, gesagt, wo die Engpässe sind. Wenn es keine Engpässe gibt, dann muss man da auch nicht unbedingt investieren, muss da nicht noch eine Straße bauen. Ich glaube, eine der großen Fragen, das war das erste Panel, ist, wieso haben manche Menschen Vertrauen verloren? Es wurde über Abgehängtsein gesprochen. Großes Thema ist Land-Stadt. Wieso fühlen gerade in vielen ländlichen Bereichen die Menschen abgehängt? Es gibt viele ökonomische Studien dazu, die sagen, auf dem Land, in ländlichen Bereichen, haben sie viel niedrigere Produktivität der Menschen. Es gibt ein anderes Wirtschaftsforschungsinstitut, der auf der Basis gesagt hat, machen wir doch ländliche Regionen mehr oder weniger zu. Wieso sollen wir da überhaupt noch investieren? Es lohnt sich doch viel mehr, den Euro in Berlin oder in den großen Städten zu investieren. Haben sie einen viel größeren Effekt, viel größeren ökonomischen Nutzen. Und hier, jetzt argumentiere ich als Ökonom, nicht ökonomisch, die Frage ist, wie wollen wir als Gesellschaft leben? Und dann kann die Antwort in der Tat sein, wenn wir wirklich über gleichwertige Lebensbedingungen sprechen, heißt es auch, dass Sie manche Investitionen tätigen müssen, die sich ökonomisch gesehen nicht rechnen. Nämlich in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Land zu sagen, auch da brauchen wir ein schnelles Internet, auch da brauchen wir eine Schienenanbindung oder eine Straßenanbindung oder was auch immer für eine Anbindung. Das heißt, Sie geben für einen Bürger und eine Bürgerin in diesen strukturschwächeren Regionen deutlich mehr Geld aus, um die Lebensbedingungen dort einigermaßen vergleichbar zu machen mit städtischen Regionen. Also das sind so die Knackpunkte. Ich glaube, da ist nur Free Lunch. Also da gibt es nichts, wo man sagt, wir können uns alles leisten und alles tun, sondern man muss letztlich auch dann irgendwann mal entscheiden, wo will man die Prioritäten setzen, was will man nicht machen und wie will man es finanzieren. Das mag alles spannend sein, aber sehen Sie, wenn wir jetzt zum Beispiel die Verkehrsinfrastruktur nehmen, da haben wir von ganz wenigen Regionen keine großen Erreichbarkeitsdefizite, sondern wir haben ein perfekt ausgebautes Straßennetz, aber wir haben halt ein paar Engpässe in bestimmten Regionen. Und wenn wir jetzt von Busverkehr sprechen, würde ich Ihnen zustimmen. Wir wollen deshalb auch ganz unökonomisch einen flächendeckenden Busverkehr. Aber was ich halt persönlich nicht verstehe,
ist, und das mit den Engpässen. Wir haben jetzt, nehmen wir zum Beispiel eine Strecke Hamburg-Hannover oder sagen wir Hamburg-Nürnberg. Da liegt nicht Hannover dazwischen. Und ich investiere viel Geld, um die freie Strecke zwischen Hannover und Nürnberg zu ertüchtigen, aber mein Engpass ist der Knoten Hannover und nach all den Investitionen, die ich in die freie Strecke gesteckt habe, kriege ich nicht einen Zug mehr über das Hauptverkehrsnetz, dann finde ich, hat es weder ökonomisch noch gleichwertige Lebensverhältnisse, sondern es ist halt einfach Blödsinn. Und darauf wollte ich hinweisen. Und da ich wenig Bereiche gut kenne, aber das Eisenbahnnetz gut kenne und die Investitionen, haben wir halt viel zu viele Bereiche. Sie können sich das auch mit einer Kette vorstellen. Also man nimmt eine Kette und hat dann ein relativ schwaches Glied drin. Und dann sagt man ja, um das Ganze jetzt besser zu machen, verstärke ich jetzt das zweitstärkste Glied. Und dann gebe ich Zug auf die Kette drauf. Macht halt wenig Sinn, sozusagen. Und dann so ein kostenlosen ÖPNV. Ich habe ja nicht gesagt, dass der kostenlose ÖPNV für alle stattfinden soll, sondern für Schülerinnen und Schüler. Und wie ist die für Menschen unter 18? Und wie ist da die Finanzierung jetzt? Also wenn Sie Ihre leiblichen Kinder oder Ihre leiblichen Enkel bei der DB AG mitnehmen, wenn Sie unter 14 sind, dann müssen Sie nichts dafür bezahlen. Wenn Ihre Kinder sozusagen eine bestimmte Entfernung oder Strecke von der Schule wegwohnen, dann kriegen die in der Regel ein Schülerticket. Inzwischen in Berlin sozusagen alles besser geregelt. Und wenn wir das alles zusammenzählen, was der Staat da inzwischen an Geld eh schon die letzten 40 Jahre ausgegeben hat, und wenn ich dann die ganze Infrastruktur, also die ganze Bürokratie noch dazu nehme, um diese ganzen Schülertickets und all das sozusagen und die ganzen unterschiedlichen Mechanismen, wenn ich dann einfach sage, ey Leute, Menschen unter 18 fahren einfach kostenfrei, ich glaube das, oder wir wissen sogar, es kostet noch nicht einmal die Welt. Nämlich die Einnahmen sind da so extrem überschaubar und zum Beispiel die Frage, wo wir es hernehmen wollen, das Dieselprivileg kostet den Staat 7 Milliarden. 7 Milliarden kostet allein Diesel. Das ist nicht nur ÖPNV, sondern allgemein. Wenn man Schiene ausbauen will, bin ich ja auch bei Ihnen. Also wir haben ein großes Manko im Bereich Schiene, aber auch Energienetze, digitale Netze. Also die Frage ist, wir brauchen das, aber für mich ist immer noch die Frage, wie finanziert man es? Weil das ist schon, wir reden hier, das haben Sie ja auch gesagt, eine Größenordnung, die durchaus massiv ist. Ich würde gerne einen Punkt zum Schluss noch mal kurz ansprechen. Wir hatten verschiedene Faktoren besprochen, die zu Blockaden in der Vergangenheit geführt haben. Die Politik, aber sich auch die Gesellschaft, die Mittelschicht, die möglicherweise einer gewissen Öffnung von Infrastrukturen auch erstmal skeptisch gegenübersteht. Ich würde einen Faktor gerne noch mal ansprechen. Herr Fratscher, Sie hatten anfangs das eigentlich sogar positiv erwähnt, den Föderalismus in Deutschland. Aber vielleicht die Frage an Frau Popp oder wer sich noch auf dem Podium berufen führt. Wenn man sich die Diskussion in Erinnerung ruft um den letzten Digitalpakt oder auch um frühere Schulpakete, mit denen auch unter anderem Sozialarbeiter in Schulen finanziert werden sollten und sich anguckt, wie groß der Investitionsbedarf in den Kommunen ist. Hemmt da nicht unser Föderalismus doch ein Stück weit irgendwie diese gemeinsame Investitionskraftanstrengung anzugehen? Und was muss die Bundesebene tun oder was wünschen Sie sich von der Bundesebene, damit auch in den Kommunen oder im Land Berlin tatsächlich mehr Freiraum für Investitionen entsteht? Es ist tatsächlich so, dass nicht der Föderalismus an sich, aber unser Verständnis davon, der sich natürlich in der Verfassung widerspiegelt, ein Weltbild eben der Entstehungszeit dieses Grundgesetzes widerspiegelt, was Finanzierung von Schulen beispielsweise angeht. Das war das prominenteste Beispiel. Das Thema Digitales war damals ja noch gar nicht vorhanden, als das Grundgesetz geschrieben worden ist. Und dass eben man hat mit heutigem Verständnis bürdert man den Kommunen zu viel Finanzierungslasten in Investitionsthemen auf, was sie nicht stemmen können. Und das ist eben die Diskussion beim Thema Schule gewesen, dass als wir uns auf den Weg gemacht haben, Ganztagsschulen auch nach Deutschland zu bringen, das war ja damals auch die rot-grüne Regierung, man ja gar keinen Weg fand, das Geld überhaupt in diese Kommunen zu kriegen, um die Schule so auszubauen mit Mensa und allem, was sie braucht, um eine Ganztagsschule zu sein. Das heißt sozusagen, alle Themen eines moderneren Lebens fanden sich in unserer Verfassung schlicht und einfach nicht wieder. Was nicht heißt, dass der Föderalismus schlecht ist oder dass der Föderalismus abgeschafft gehört, auch nicht im Bildungswesen unbedingt, aber dass wir neue Wege finden müssen, Finanzierungsmittel zu mobilisieren für Investitionen
sondern in Kommunen. Und das Thema Digitalisierung und Digitales ist eins, das mich wahnsinnig umtreibt, weil das natürlich ein wirtschaftlich hochrelevantes Thema ist, gerade für eine Stadt wie Berlin, wo die Digitalwirtschaft einfach der Treiber unserer Wirtschaft ist. Wir haben hier keine Banken, wir haben hier keine Großindustrie, wir haben Digitalwirtschaft und die treibt unser Wirtschaftswachstum. Und das findet ein natürliches Ende, nämlich am Breitbandkabel. Ganz schlicht und einfach und dämlich. Und gerade in Mitte, da wo eigentlich alle sitzen und sein wollen, die Digitales machen, liegen Kupferkabel aus den 90er Jahren. Und die können nicht mehr ertüchtigt werden. Aber da haben wir dummerweise, also nicht wir, sondern andere, die Entscheidung getroffen, dass der Ausbau eine Privatangelegenheit ist, nämlich der Telekommunikationskonzerne. Und das werden die schon machen, wenn es sich für sie rechnet. Das machen sie aber nicht. Und da kommen sie mal da dran. Und der Start-up-Verband irgendwie schickt jede Woche böse E-Mails in die Welt, dass Frau Popp den Breitbandausbau nochmal bitte beschleunigen soll in Berlin. Nur alleine weiß sie nicht, von welchem Geld und auf welcher gesetzlichen Grundlage. Und da haben wir einfach Nachjustierungsbedarf an Themen, die einfach nicht mitgedacht worden sind, als man eben die Verfassung so geschrieben hat, wie sie geschrieben worden ist. Und du hast ein weiteres Beispiel genannt. Die Verkehrsfinanzierung ist ja genauso gaga, weil man nie gedacht hat, dass öffentlicher Nahverkehr tatsächlich eine solche Prominenz in Deutschland mal haben würde, wie es der Fall ist inzwischen. Und wir haben kaum Finanzierungsgrundlagen dafür. Und man sollte mir nicht erzählen, dass Berlin, egal ob reich oder arm, dass wir diese Milliardenbeträge stemmen können, die der Bau neuer U-Bahnen und das gleichzeitige Ertüchtigen des alten U-Bahn-Netzes mitsamt neuer U-Bahn, bitte mit Klimaanlage selbstverständlich, dass das alles mal eben zu bezahlen ist von einer Kommune wie Berlin, egal wie reich eine Hauptstadt auch immer ist. Das sind Investitionen, da kommst du an die 10, 12 Milliarden Grenze und das kann keine Stadt alleine aufbringen. Also wir müssen unser Verständnis davon, was Kommunen zu leisten haben in einer modernen Gesellschaft, die mit Digitalisierung, Bildung und Mobilität ganz anders umgeht als in der 60er Jahren, da müssen wir einfach umdenken, was die Finanzierungsgrundlagen angeht. Marc Schieres wollte direkt einmal noch darauf eingehen. Ich würde danach gerne, wir nähern uns stark den 21 Uhr, die ja eigentlich als Deadline für dieses Podium gedacht waren. Wir haben ein bisschen später angefangen. Insofern, da Sie so wahnsinnig tapfer bisher durchgehalten haben, würde ich gerne Ihre Geduld noch ein bisschen strapazieren und danach, nach dieser kurzen Einlassung von Marc Schieres auch nochmal öffnen. Dann ist für Sie auch nochmal die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Also ich glaube, es wäre schon total viel gewonnen, wenn der Bund den Ländern nicht noch mehr Fesseln anlegen würde, wie es zum Beispiel jetzt durch die Schuldenbremse geschehen ist, die in den Ländern noch extra krass wirkt, weil ab 2020 sozusagen ein komplettes Schuldenverbot, außer man mogelt sich irgendwie vorbei, was ich gut finde, was Herr Kollatz in Berlin ja irgendwie wunderbar so mit verschiedenen Tricks macht, ist halt dann so. Und schön gesagt, ich finde es ja richtig. Also das ist, glaube ich, wichtig. Und um nochmal ganz kurz, also wer kann sich das leisten? Ich glaube, es gibt wenig Beispiele in der Wirtschaftsgeschichte von Ländern, die sich sozusagen in die Pleite investiert haben. Also es gibt Länder, die sich in die Pleite, keine Ahnung, Spaßgeld ausgegeben für Unsinn. Aber wenn die These stimmt, dass es eine gewaltige Transformationsaufgabe gibt, dann werden diese Investitionen natürlich irgendeine Art von positiver und nicht negativer Rendite haben. Und da muss man halt die schwäbische Hausfrau durch den schwäbischen Unternehmer ersetzen, der natürlich, wenn er Chancen sieht, investiert, logisch. Und und diese Frage sozusagen, was wichtig ist, die Frage, wie finanziere ich es? Was sind die Zugangsbedingungen? Also mache ich irgendwie ein Ticket oder frei oder so? Das ist halt alles extrem und hochpolitisch. Und dadurch sozusagen steuert man einfach Zugang zu öffentlichen Räumen. Und da gibt es auch Trade-offs und so, wer da frei in die Rahmen oder die Eichen und wer nicht. Und das, glaube ich, muss man sich halt, das findet nach meinem Gefühl zu wenig statt, sozusagen, wie man das regelt. Und das muss man noch diskutieren. Aber also machen kann man es. Darf ich ganz kurz darauf reagieren? Wirklich kurz. Ich bin zu 100% überzeugt, dass es diese Investitionen erfordert, dass es notwendig ist. Mein Punkt ist, einer der Gründe, weshalb ist es in den letzten 10 Jahren, wieso ist es denn gescheitert? Wir haben Überschüsse in öffentlichen Haushalten seit 2012 bei Bund, Ländern und Kommunen. Und wieso ist es gescheitert? Wieso haben auch jetzt in den Haushalten eigentlich immer die Sozialausgaben hohe Priorität? Ich will es gar nicht hinterfragen, sondern die große Frage ist, wenn man sagt, wir wollen das machen, dann kann es nur gelingen, wenn man auch sagt, wie man es finanzieren will. Ansonsten ist der Widerstand so groß, dass man sich eine blutige Nase holt und dann doch diese Investition nicht geschehen. Also ich bin ja dafür, dass es getan wird. Nur man muss dann auch sagen, wie genau es geschehen soll, wie soll es finanziert werden und was soll dann auch nicht mehr gemacht werden. Ich glaube, das ist die große Frage. Ansonsten wird es scheitern. So, vielen Dank, dass Sie bis hierher so tapfer durchgehalten haben. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Ich sehe schon gleich 3 hier auf der rechten Seite, eine da hinten. Fangen wir vielleicht mit der Dame an. Es ist wahrscheinlich keine Frage, vielleicht eher eine Anmerkung.
oder beides. Mal schauen, was das Podium draus macht. Mein Name ist Lena Krause, ich lebe in Braunschweig. Und gerade wurde ja viel darüber gesprochen, Investitionen in öffentliche Einrichtungen, vor allem auch was den Bereich Bildung angeht. Und ich wollte jetzt nochmal einen Themenkomplex, eine Situation einfach in den Raum werfen. In Braunschweig haben wir eine TU. Und die Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Ich bin aus dem Kunst- und Kulturbereich. Ich bin ein großer Fan und eine Verteidigerin von Denkmalschutz. Aber wir hatten neulich dort mit den Grünen einen Besuch. Und man hat der Präsidentin die Verzweiflung angesehen, wenn es um Sanierungsmaßnahmen geht. Da wird ein Audimax zum zweiten Mal saniert, soll auch unter energetischen Gesichtspunkten saniert werden. Und dann darf sozusagen die Dämmung zwischen unter der Fassade nicht 3 Zentimeter höher sein, weil es dem Denkmalschutz nicht entspricht. Also gerade wenn wir über öffentliche Räume reden, über Bildungseinrichtungen, und in Braunschweig haben wir auch noch den Bahnhof, der steht wohl auch unter Denkmalschutz, dann die Stadtteile in Teilen auch. Und man fragt sich dann halt, öffentliche Räume stärken, ja. Wie kann sowas auch mit einem Denkmalschutz einhergehen? Und wenn dann da Gelder reingesteckt werden ohne Ende, es wäre günstiger, in Braunschweig die TU einfach an einer anderen Stelle komplett neu zu bauen, als jetzt immer wieder diese Gelder da reinzustecken. Und das wollte ich gerne nochmal so in den Raum werfen. Vielleicht haben Sie da eine Anmerkung zu, oder man nimmt es morgen in die Workshops mit. Ja, in Berlin gibt es bei Schulneubauten schon das Problem, dass wegen des Baubooms es so schwierig ist, Firmen zu finden, die man überhaupt beauftragen kann, jenseits des Denkmalschutzes. Aber der Herr dort in der dritten Reihe hatte sich gemeldet und der Herr hier vorne, und dann war da irgendwo hinten links noch eine Wortmeldung gewesen von der Dame, die würde ich jetzt gerne noch sammeln und dann vielleicht schon mal eine erste Runde machen. Adam Wollisch, ich bin ein Ingenieur. Herr Hofreiter, herzlichen Dank, dass Sie gewisse Unsinne der Investition angesprochen haben. Ich möchte noch einen ansprechen, auch ein Grund, wo die Skepsis sich ausbaut. Und das ist das Prinzip, das billigste Angebot kommt durch. Und das ist ein Unsinn der höchsten Kategorie, weil in der Realität, und glauben Sie mir, ich weiß, worüber ich rede, der gewinnt, der ein Schlupfloch findet, also eine Bedingung, die nicht spezifiziert wurde als Anforderung, weil sie so offensichtlich für jeden sinnvollen Menschen war, dass man die gar nicht aufgeschrieben hat. Aber wenn man die bricht, wird man das sehr billig machen, und dann muss natürlich nachgebessert sein, zugebaut, modernisiert, ehe es in Betrieb geht. Die Frage jetzt, was kann man hier, was denkt man da politisch zu machen, um von diesem Unsinn wegzurücken? Ja, wir haben ja gehört, dass da ein kleiner Dissens da war zu Anfang zwischen Toni und Ramona, was PPP angeht. Ja? Während Toni sagte, da stehe ich eigentlich relativ negativ zu, hat Ramona natürlich uns vorgetragen, dass sie eigentlich keine Gelder hat, um alle Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Also muss sie zugreifen auf öffentliche als auf private Mittel. Frage an Herrn Fratscher, wo liegt die Lösung? Und könnte es in 2 Punkten sein, dass wir das Unbehagen von Toni vielleicht doch etwas dämpfen können? Und zwar zum einen dadurch, dass wir sagen, die Marge, die Zinsmarge, ja, die sozusagen den Gewinn des privaten Kapitals darstellt, dass wir die deckeln, ja, und zwar eben durch gesetzlich deckeln. Und das Zweite, dass wir sagen, diejenigen, die dort privates Kapital investieren, sollten doch aus dem Bereich etwa der Pensionskassen kommen. Das sind ja auch öffentliche Gelder, die breite Schichten unserer privaten Bürger absichern. Nicht? Das wäre sozusagen gut angelegt. Da hinten in der Mitte war noch eine Wortmeldung. Ich glaube, irgendwo hinten hatte ich vorhin. Sie ist inzwischen ungefähr. Ja. Ja, wobei. Ja, bei all den schönen Plänen zu investieren, möchte ich noch auf einen Aspekt hinweisen, der überhaupt nicht angesprochen wurde. Ich nehme mal erst mal ein ganz kleines, schlichtes Beispiel. Renovierung von Schulen in Bezirken. Geld ist da, aber es fehlt das Personal, um die Renovierung einzuplanen. Und
Das ist jetzt mal erstmal so ein kleines Beispiel, aber es fehlt ja insgesamt auch an Menschen, Fachleuten, Bauarbeitern, Bauarbeiterinnen gibt es ja weniger, um diese Dinge jetzt auch bei Willen und anderer Perspektive in die Tat umzusetzen. Es ist, reicht nicht nur, den ganzen Unsinn wegzulassen, Toni, im Verkehr. Es muss ja auch die ganzen Bahnertüchtigungen, die Menschen, die noch kundig mit den Weichen umgehen können, all das ist ja nicht unbedingt mit einem Händeklatschen auf den Markt zu bringen. Natürlich gibt es noch viele, aber dazu hätte ich gerne noch mal eine Aussage. Eine Wortmeldung war noch in der Mitte, die ich gerne nicht mehr ignorieren würde, aber danach würde ich mit Bitte um den Blick auf die Uhrzeit doch die Fragerunde beenden und dem Podium nochmal die Gelegenheit geben zu reagieren. Ja, meine Frage ist konkret, wie sich die zukünftige Infrastruktur bezüglich Autobahnbau, Ausbau und ÖPNV überhaupt gestalten lässt im Bereich des Politischen, wenn es Tendenzen innerhalb der politischen Mächte gibt, eigentlich auch zu privatisieren. Es gab ja diese Autobahn-Privatisierungsversuche. Und im politischen Ränkespiel ist es immer die Frage, haben die Grünen im Moment den Eindruck, dass sie da auch reingebohrt haben und die Infrastruktur in Deutschland in Zukunft öffentlich finanziert werden kann oder muss da auch politisch gearbeitet werden? Speziell für Berlin bitte noch die Frage, ob die BVG mittlerweile aus dem amerikanischen Rentenfonds wieder raus ist, weil Berlin hat in den 90er Jahren die BVG investigativ an einen US-amerikanischen Rentenfonds weitergereicht. Insofern war die BVG gar nicht mehr fiskalisch im Kontext der Berliner Regierung. Das würde mich interessieren, ob das erledigt ist. So, wer mag, hat die Gelegenheit zu reagieren, mit der Bitte auch um kurze Antworten. Ich fange gleich mit der letzten Frage an. Das ist nicht richtig. Die BVG war immer ein Berliner Landesunternehmen. Was allerdings passiert ist, war kurz vor der Finanzmarktkrise, als alle versuchten, ihre schlechten Papiere loszuwerden, hat sich die BVG von JP Morgan so ein Paket aufschwatzen lassen. Der Aufsichtsratsvorsitzende hieß damals Thilo Sarrazin, der große Finanzexperte. Und die BVG hatte das Glück, dass sie den Schaden losgeworden ist und sogar die Klage gegen JP Morgan gewonnen hat in London. Da sind wir sozusagen ohne Schaden rausgekommen. Das war ein paar hundert Millionen Paket, was da Gott sei Dank dann wieder verschwunden ist bei der BVG. Ich versuche die anderen Fragen kurz abzuhandeln. Das Thema Denkmalschutz ist eins, was uns, glaube ich, alle umtreibt. Ich hatte heute eine längliche Sitzung dazu mit dem Denkmalschutz. Es ging um die Sanierung des ICC. Ich glaube, dass wir da stärker auch in möglich machen denken müssen, weil sonst kommen wir genau in diese Situation. Ich habe heute irgendwann einfach zugespitzt gefragt, wollen wir das Gebäude einer Nutzung wieder zuführen oder wollen wir uns daran erfreuen, dass es weiter zustaubt? Und das ist, glaube ich, die Abwägung, die man wird treffen müssen, was nicht heißt, dass der Denkmalschutz weg soll und dass als alles kahlrasiert werden soll. Man muss aber Möglichkeiten finden und das ist etwas, was nicht immer mitgedacht wird. Ja, uns fehlt Personal in allen Bau- und Planungsämtern, uns fehlen Busfahrer und Straßenbahnfahrer, deswegen fällt mal ab und zu auch eine Fahrt bei der BVG aus. Der Fachkräftemangel trifft alle und die öffentliche Hand ziemlich stark im Übrigen, weil wir eben nicht überall mithalten können. Wenn andere Ingenieure bezahlen können, können wir das nicht in diesen Größenordnungen tun und das fehlt bei uns genauso, wie es bei anderen eben fehlt, weil, das hätte man nicht gedacht, vor 10 Jahren eben wir keine Arbeitslosigkeit, sondern einen eklatanten Fachkräftemangel vom Busfahrer bis zum Ingenieur haben. Zumindest ist das in Berlin der Fall. Und wir kriegen keine Baufirmen mehr für die Aufträge. Das liegt nicht nur daran, dass unsere Vergaberegelungen so sind, wie sie sind, sondern weil die Aufträge einfach nicht interessant genug sind. Und natürlich baue ich lieber irgendwie ein schickes, teures Hochhaus, als irgendwie eine Schule zu sanieren. Das ist leider auch die bittere Wahrheit, die dahinter steckt. Und ich glaube, da muss man auch Pakete schnüren mit Generalunternehmer, damit das attraktiver wird. Das Thema Vergabe, warum nehmen die immer das billigste Angebot? Das ist keine gesetzliche Vorgabe. Das Gesetz spricht von dem wirtschaftlichsten Angebot, was völlig anderes ist. Da brauche ich aber die guten Leute, die genau sich trauen, diese Kriterien auch zu formulieren. Was verstehe ich eigentlich unter wirtschaftlich? Und das ist immer eine Mischung aus Preis und eben Kriterien, die ich daran anlege, egal ob irgendwie PV-Anlage auf dem Dach oder nicht. Und das muss man sich eben trauen. Dafür brauchen wir die Fachkräfte, die wir leider nicht immer haben, in den Verwaltungen. So, und zum Thema Fremdfinanzierung von öffentlichen Aufträgen, da würde mich Ihre Antwort auch genauso interessieren wie Sie.
Meine Antwort darauf ist, dass das Kriterium sollte sein, wer ist in der Lage, eine Infrastruktur oder eine Aufgabe am besten, effizientesten, sichersten für den Bürger und die Bürgerin bereitzustellen. Und in vielen Fällen ist das eine öffentlich-private Partnerschaft. In manchen Fällen, nicht in allen Fällen. In vielen Fällen kann es die öffentliche Hand besser. Aber es gibt durchaus Fälle, wo es der Private besser kann. Und es gibt zwei Gründe eigentlich, weshalb manchmal die private Hand es besser kann. Wir denken häufig bei ÖPP, bei öffentlich-privaten Partnerschaften, nur über die Finanzierung. Natürlich kann der Staat sich günstiger finanzieren. Da gibt es keinen Vorteil, das über die private Seite zu machen. Aber es gibt zwei andere Kriterien, nämlich Effizienz und Risiko. Es gibt einfach viele Beispiele, in denen ein privates Unternehmen eine Infrastruktur, eine Straße oder einen U-Bahn-Abschnitt oder was auch immer günstiger erstellen kann, als das die öffentliche Hand kann. Und wir haben eben Beispiele gehabt mit Stuttgart 21 und andere, wo die öffentliche Hand es offensichtlich schlecht gemacht hat. Es gibt noch einen zweiten Grund, und das ist, wer geht mit dem Risiko um? Das mag für eine große Stadt, für Berlin, nicht so relevant sein, aber für viele kleinere Kommunen ist, wenn die Wahl haben, wir wollen hier ein Schulegebäude bauen oder renovieren oder wir brauchen eine große Investition, um Gewerbegebiet auszubauen, dann ist häufig immer ein finanzielles Risiko dabei. Wie viel wird es wirklich kosten? Wie stark wird die Kostenexplosion sein? Und eine kleine Kommune, die finanzschwach ist, für die ist es ein riesiges Problem, wenn man jetzt auf einmal viel höhere Kosten hat und man sich das nicht stemmen kann. Und in diesen Fällen kann es durchaus sinnvoll sein zu sagen, wir wollen uns eine Versicherung kaufen gegen diese Kostenexplosion. Das Risiko soll jemand Privates übernehmen, der mit den Risiken besser umgehen kann. Also das sind zwei Kriterien, was bedeutet, in vielen Fällen muss man einfach abwägen. Und es gibt viele Fälle, in ÖPP nicht funktioniert haben, aber es gibt auch Beispiele, wo ÖPP sehr gut funktioniert hat. Mir fällt ein, Schulrenovierung in Nürnberg gab es vor 10 Jahren, 5 Jahren ein riesiges Projekt, um die Schulen zu renovieren. Das ist über ÖPP gemacht worden. Und dort sagt der Kämmerer, man hat knapp 20% an Kosten eingespart. Das war so die Einschätzung, weshalb man das gemacht hat. Deshalb, ich glaube, man sollte kein Tabu haben. ÖPP ist kein Teufelszeug, sondern man muss es halt als öffentliche Hand gut managen und diese Kriterien anwenden. Und dann kann es in Einzelfällen, sicherlich nicht immer, sicherlich auch in der Minderheit der Fälle durchaus Sinn machen. Vielleicht ist es auch ein Punkt, den man im Zwiegespräch gleich im Anschluss fortsetzen kann noch. Ich würde Ihnen vieren ganz, ganz herzlich danken für die engagierte, zum Teil sehr unterhaltsame Diskussion und Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus